Hallo, mein Name ist Uwe Schermionek. Ich wohne seit 1993 permanent an der Algarve und biete die verschiedensten Wanderungen oder aber auch Naturausflüge an. Die Informationswanderung auf dem Picota in der Serra de Montjuïc ist meine Standardtour. Die dürfte euch sicherlich sehr interessieren, denn dort gibt es viele, viele verschiedene Informationen zu Land und Leute. Und nun ein kleiner Ausschnitt. Hier sind wir gerade bei der Korkeiche angelangt. Und wenn er Krach macht, macht er halt Krach. Ich fange an mit den Zahlen, die auf den Bäumen stehen. Das gibt die Jahresendzahl an, wann die Eiche zuletzt geschält wurde. Die 9 bedeutet, es war 2009. Eine 0 bedeutet, es war 2000. Eine 3 2013. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Eine 0 bedeutet 2010. Ja, die 3 2013 und so weiter. Wenn ihr jetzt verschiedene Reiseführer aufschlagt oder auch Pflanzenführer und ihr wollt mal wissen, alle wie viele Jahre wird so eine Eiche denn wohl geschält? Ein jeder schreibt was anderes. Ich bin bei meinen Studien auf die Zahlen gestoßen. Alle 5 Jahre, alle 7 Jahre, alle 9 Jahre werden sie in Wirklichkeit hier in der Serra de Montjuïc geschält. Ich mach daraus aber alle 10, weil das mathematisch leichter zu handhaben ist. Alle 9. Werdet ihr gleich merken. Dann habe ich gelesen, alle 12 und zum Schluss alle 14 Jahre. Es kann ja nicht sein, dass diese ganze Palette richtig ist. Deshalb nehme ich die jetzt ein bisschen auseinander. Das allererste Gesetz zum Schutz der Korkeiche wurde bereits. Vom Entfernen der Schutzhaut zu erholen. Wenn man das, wie es jetzt fälschlicherweise in einigen Büchern steht, wirklich alle 5 Jahre tun würde, würde die Eiche sterben. Man bleibt dabei am unteren Stamm. Würde man oben die Krone schälen, wäre die Eiche tot. Daher kommt die Zahl 5 fachlich falsch. Jetzt wisst ihr aber, was damit gemeint ist, wenn man irgendwo hört 5 Jahre. Und wenn ihr weitere interessante Informationen zur Korkeiche erhalten möchtet oder aber auch vielleicht zu Land und Leuten, dann solltet ihr unbedingt mal diese Wanderung mitmachen. Und wenn ihr wissen möchtet, was die sagen, die schon mal mitgewandert sind, dann solltet ihr auf der Homepage mal bei dem Feedback oder auf dem Blog bei den Referenzen nachschauen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und es würde mich freuen, euch bei einer meiner geführten Wanderungen kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurem Portugal-Algarve-Urlaub. Euer Uwe Schermionek.